In diesem Beitrag geht es um weitere Einblicke, die sich aus der Recherche zur Märchenwald-Situation ergeben haben. Aber vorher erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle für eure Unterstützung und die freundlichen Kommentare. Natürlich auch an ProMärchenland für die Aufklärung über die Dringlichkeit der Lage. Das Thema scheint ziemlich komplex zu sein und um einen sinnvollen Lösungsweg zu finden, ist offensichtlich Kreativität gefragt. Wer sich hier einbringen möchte, findet weiterführende Links in der Beschreibung unter dem Video. Was ich euch anbieten kann, ist vielleicht sowas wie eine Skizze von dem, was sich aus meiner Perspektive dabei abzeichnet. Diese zweite Exkursion in den Märchenwald beginnt nördlich vom Dornröschenschloss, in dem kleinen Ort Gotzbüren. Dort gab es inzwischen eine Informationsveranstaltung der Windkraftbetreiber sowie Protest aus den betroffenen Gemeinden. Das veranschaulicht die Situation ganz gut. Auf der einen Seite der Informationshalle ging es um die Bedeutung des Waldes und auf der anderen Seite stellten die Windkraftbetreiber ihre Pläne vor. Eigentlich gibt es dazu gar nicht viel mehr zu sagen. Das Szenario erklärt sich selbst. Interessant ist das Timing, denn der Reinhardswald hat zurzeit eine Art Geburtstag. Vor genau 1000 Jahren wurde er in einer Urkunde erwähnt. Es ist das bisher älteste Dokument, das diesen Wald in seinem heute noch bestehenden Grenzverlauf und mit seinem heutigen Namen beschreibt. Natürlich ist der Wald selbst wesentlich älter. Doch trotzdem scheint sich einiges um dieses Dokument zu drehen. Es ist eine Schenkungsurkunde des römisch-deutschen Kaisers Heinrich II. An das Bistum Paderborn, welches seine Ländereien später wiederum an den Landgrafen von Hessen verkauft hat. Ja, und heute bringt der Standort einer Windkraftanlage Einnahmen durch Pacht. Sicherlich gehen diese nicht mehr an einen Landgrafen, aber da die Gemeinden vor Ort offensichtlich nicht gegen das geplante Projekt klagen können, weil der Wald Hessen gehört, fragt man sich schon, wer denn nun über die Verwendung der Einnahmen verfügt und wer das Minus wie etwaige Umweltschäden letztendlich zu tragen hat. Die Windkraft kann die Gedanken hier ordentlich ins Rotieren bringen. Im Prinzip hat dieses Pilotprojekt der bisher größten Anlagen, die im Märchenwald einen Versuch wagen wollen, auch sein Gutes. Denn es lenkt die Aufmerksamkeit auf die Situation des Waldes, sodass auch andere Unternehmungen hier doch mit ins Blickfeld rücken können. Zum Beispiel gibt es dann noch die Düngemittelproduktion, die eine Pipeline für ihre Abwässer plant und sich von unten durchs Gelände graben möchte. Ein Link zu dieser Operation befindet sich ebenfalls in der Beschreibung. Normalerweise betrachten wir solche Projekte ja immer einzeln, jedes für sich. Aber für den Märchenwald bedeutet die Kombination beider Unternehmungen wohl so etwas wie eine Großbaustelle. Das ist schon alles merkwürdig, wenn man bedenkt, dass für den Standort jeder Windkraftanlage die Grundwassersituation studiert wird und diese offensichtlich ein ausschlaggebendes Kriterium zu sein scheint. Trifft dies dann für eine Abwasserpipeline nicht zu? Oder wirkt sich Rodung nicht auch auf den Wasserhaushalt aus, wodurch doch Austrocknung begünstigt wird? Dazu kommt, dass bauunternehmerische Tätigkeiten im Ökosystem natürlich ein Verunreinigungsrisiko für die Gewässer sind. Benzin, Öl und diverses anderes mit sich bringen. Aber auch diese Grabungsvorhaben haben ihr Gutes. Es wird auf einen weiteren Gesichtspunkt aufmerksam gemacht, der bei dem Ganzen fast übersehen wird. Grabung im Sinne von archäologischen Ausgrabungen. Also welche Bedeutung die Märchenwaldregion aus historischer Sicht haben mag und warum die Gebrüder Grimm wohl ausgerechnet hier Erzählungen gesammelt haben. Geht es dabei vielleicht nicht nur um Geschichten, sondern um vergessene Bereiche der Geschichte? So gibt es zahlreiche Hügelgräber, hier gleich eins neben dem Parkplatz vom Urwald-Saber-Burg. Richtig viele sind auch auf der anderen Seite des Flusses nahe der Stadt Hanmünden. Ja, vielleicht zur Erklärung: Der Grimm-Märchenwald wird hier durch den Verlauf der drei Flüsse Fulda, Werra und Weser in drei Waldgebiete gegliedert.
So grenzt der Reinhardswald an Fulda und Weser, der Bramwald an Werra und Weser und der Kaufungerwald liegt auf den Hügeln zwischen dem Zusammenfluss von Fulda und Werra. Hier befindet sich das Frau-Holle-Land mit dem Windpark, der im letzten Beitrag gezeigt wurde und erst der Anfang ist. Die Pläne für die Erweiterung dieses Industriegebiets rücken nun in Richtung des Naturparks von Hanmünden vor. Die nächsten Standorte sind auf dem Steinberg gleich neben dem Hühnerfeld geplant. Dieser Begriff hat nichts mit Hühnern zu tun, es geht um Hünen, was hohes Feld bedeuten kann. In Bezug auf Märchenerzählungen und Sagen könnte man es wohl auch als Feld der Riesen verstehen. Es ist eines der seltenen Hochmoorgebiete Deutschlands, sodass auch hier die Gewässer mit im Spiel sind. Wie das Märchen von Frau Holle andeutet, könnte es sogar um einen ganz besonderen Brunnen gehen. Ja, abgesehen davon, dass der Kaufungerwald bedrohte Tierarten wie den Luchs oder den Rotmilan beheimatet und Bäume eh effektiv CO2 reduzieren können, so gibt es doch verschiedenste Gesichtspunkte, weswegen es eigentlich unerklärbar ist, wie sich die Idee eines Industrieparks hier im Wald überhaupt durchsetzen kann. Ja, doch zurück zur Geschichte. Ausgrabungen bei Hedemünden haben ein Römerlager zum Vorschein gebracht. Und in Hanmünden erinnert der Abenteuerspielplatz am Kattenbühl, also dem Bühl oder Hügel der Katten, noch daran, dass die Wälder des Märchenlandes einmal in dem Gebiet des Stammes der Katten lagen. Der Spielplatz wurde inzwischen aufgegeben, wohl aus finanziellen Gründen, und das Abenteuer, auf das hier angespielt wird, ist natürlich auch gewagt. Denn die Katten sind durch die Varusschlacht bekannt. Das war jenes Gefecht gegen die Römer, in dem das Gelände des Waldes in seiner strategischen Bedeutung deutlich wird. Während für die einen der Wald ein unsicheres Gelände voller Gefahren war, sahen die anderen ihn als Verbündeten, der Vorteile bot und Schutz schenkte. Der Kampf in und um die Wälder ist ein weit verbreitetes Phänomen. Schon in den sumerischen Überlieferungen von Gilgamesch ist die Zerstörung von Wald ein Thema. Aber auch bei uns haben solche Ideen schon lange Tradition. Ein berühmtes Sinnbild dafür ist die Bonifatius-Eiche. Dabei ging es um die Einführung des Glaubens. Mit dem Fällen der Eiche wurde symbolisch die alte baumorientierte Weltanschauung zerschlagen und der Glaube an die römisch-christliche Weltordnung eingeführt. Diese Eiche soll bei einem Ort namens Geismar gestanden haben. Hier scheiden sich die Geister, welches Geismar wohl gemeint sein könnte. Hofgeismar im Reinhardswald ist eine dieser Optionen. Ja, vielleicht weiß die dicke Eiche mehr darüber. Bäume haben ja den Zugang zu einem anderen Netzwerk und ihre Speicherkapazität reicht weit über das chronologische Register der Jahresringe hinaus. Wir haben es hier auch mit einer anderen Form von Energie zu tun, welche in den Wäldern zum Ausdruck kommt. Es ist ein anpassungsfähiges, lebendiges Netzwerk mit einer sich selbst erneuernden und selbstheilenden Kraft. Das Wesen der Wälder hat sich nicht verändert. Die tausendjährige Urkunde dokumentiert für den Reinhardswald, dass er immer noch das gleiche Gebiet umfasst. Ja, vielleicht war er schon immer da. Auf jeden Fall hat er den Dreißigjährigen Krieg und sogar zwei Weltkriege überdauert. Das, was sich verändert haben mag, ist unsere Beziehung zu diesem sich selbst heilenden Gefüge. In vielen Bereichen bewegen wir uns wie ein Feind in der Natur, behandeln Heilkräuter wie Unkraut und plündern Bodenschätze, als seien wir nicht von dieser Welt, scheinen an die Kompensationsmöglichkeit durch grenzenlosen Konsum zu glauben und haben hier einen entsprechenden Energiebedarf. Denn nicht nur für die Herstellung der kurzlebigen Produkte unserer Wegwerfgesellschaft, auch ihre Verpackung und die Werbung dafür, sowie die Entsorgung des daraus entstandenen Müllgebirges frisst sehr viel Energie. Dazu kommt,
der Energieaufwand für die Waffenproduktion, womit wir uns sogar gegenseitig das Licht ausknipsen. Und wofür das alles doch gleich? Was die Windkraft im Reinhardswald betrifft, so wurden die Pläne für Standorte im südlichen Bereich Bayernmünden verworfen. Wegen des Flugverkehrs. Also nicht wegen der seltenen Vögel, sondern wegen der Flugzeuge im Wildschutzgebiet. So bleibt dank dieser Verkehrsroute zwar ein Teil des Waldes verschont, aber es stellt sich doch die Frage, inwieweit sich der Schutz noch auf Lebewesen bezieht und nicht die Technik inzwischen Vorrang hat. Auch bei der Pacht für den Standort einer Windkraftanlage zeigt sich, dass Technik wohl als ertragreicher, ja wertvoller wie der Wald und seine Bewohner eingestuft wird. Obwohl sogar aus rein materialistischer Sicht beim derzeitigen Schwinden der Wälder ihr Wert doch eigentlich steigen sollte. Mal abgesehen von dem lebendigen Aspekt und der gesundheitlichen Bedeutung, die eh durch kein Geld der Welt zu ersetzen sind. Man kann sich fast wie in einem modernen Märchen fühlen, in eine Zeit versetzt, in der möglicherweise gar keine lebendige Intelligenz die Entscheidung zu fällen scheint. Für eine künstliche Instanz wäre die Natur sicherlich nur eine Art Biosprit und auch der Mensch vermutlich nicht mehr als eine Ressource. Wenn man den Aufbau einer Märchenerzählung betrachtet, so führt der Weg weg von den gesellschaftlichen Strukturen und hinein in den Wald. Er ist die Umgebung, in der ein Abenteuer erlebt wird, Probleme überwunden und Erfahrungen gesammelt werden, die der eigenen Entwicklung und Reife dienen. Das Lösen von Rätseln im Wald gleicht einer Ausbildung, die den Betreffenden auch bei ihrer Rückkehr in die Gesellschaft zu Einsichten verhilft und die Kraft verleiht, bestehende Missstände zu klären. Nach wie vor ist der Grimm-Märchenwald voll mit abenteuerlichen Geschichten, die wie ein Sinnbild sich auf verschiedenste Bereiche übertragen lassen. Auch auf uns selbst. Die Gegenüberstellung der beiden Energiekonzepte gleicht einem Test. Je nachdem, wie man sich hier angesprochen fühlt, zeigt sich, inwieweit man bereit ist, Natur zu opfern, um von künstlichen Strukturen zu profitieren, und inwieweit man bereit ist, auf profitable Angebote zu verzichten, sich mit der Natur verbunden fühlt und den Wald als Erfahrungsraum schätzt, um dem Geheimnis der eigenen Lebensenergie auf die Spur zu gehen. Ja, erstmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und tschüss.